Yo, meine liebe Community, Family und Zuschauer, da bin ich wieder mit der Folge 15 von Batman Arkham Asylum. Manche Rätsel sind hier auch noch nicht geknackt. Ich geh nochmal kurz runter. Ja, sieht ja lustig aus hier. Warte mal, ich. Ah, guck mal an. Ja. Die fällt auf alles rein. Sorry, wenn ich das sage, aber Joker ist der gerissenste Hund aller Zeiten. Da geht's ja noch zum. Ne, okay, da muss man doch da rein. Die Arbeit von Sirius. Wenn wir das nur rauskriegen würden, wäre ich schon froh. Und zack, bei mir ist wieder eine Glühbirne durchgeschmort. Es wird noch dunkler. Ja, muss ich morgen wechseln. Hoffentlich hält die andere noch so lange. Ein da. Wahrscheinlich als ihn erschossen hat. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zest, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Ja, nein. Wollen wir nicht. Hast du Hunger? Großen Hunger. Wer ist hier? Nee, wer sonst? Bin ich drauf? Schlaf gut. Du wirst bluten. Wow. So. Bevor wir da weitergehen. Versteck mich, ich hab Angst. Gehen wir mal kurz wieder hier raus. Weil meine Stimme schon wieder da. Ah. Schwerste Arbeit hier. Tja, Retter. Ich finde alles. Zack. Und jetzt können wir da rein. Jo. Na los. Ich muss ja kritisch. Wie sieht du den?
Aha. Kein Objekt gefunden. Hier ist es auch nicht. Ach, geh mal. Ich finde die Dusche. Wir duschen. Zähne. Ich hasse diese Zähne. Wie sie nur hassen kann. Mhm. Okay, war doch richtig. Naja. Hopp. Zack. Ups. Bücher, Fernseher. Dusche. Ich fühle mich beobachtet. Big Brother Life, yo. Das ist auch kein Objekt. Ja. Spiegel. Natürlich in der Frauen. So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Ah, ich weiß jetzt. Das war das eine Rätsel, ja. Ja, manche Rätsel muss man sich echt noch mal ändern. Ist so, weil viele dieser Rätsel sind richtig knifflig, muss man sich echt sagen, ja, mein Respekt. Zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Alles klar. Ich bin zum Geisteskommen gegeben. Ich glaube, jetzt bin ich kurz auf den Fußboden lang. Einmal hoch da. Ja. Alles klar. Ja. Das ist, glaube ich, das nächste Rätsellösung. Viel zu klein. Wer ist denn damit gemeint jetzt? Arnold Wesker, wo er ein ängstlicher Waisenkind, dessen angestaute Aggression sich in einer Kneipenschlägerei entlud und ihn einen Aufenthalt im Blackgate beschert. Als er dort die Puppe Scarface entdeckte, ermordet er den Mann, der sie geschnitzt hatte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und Scarface diktiert eine Vielzahl krimineller Aktivitäten. Während gemeinhin angenommen wird, dass der Bauchredner über die Puppe seine gespaltene Persönlichkeit auslebt, betrachtet sich dieser selbst als Lakai, der den Anweisungen seiner Puppe widerwillig Folgen leistet. Ja, da haben wir ihn ja. Ich bin Batman.
Okay, hier ist nichts. Da muss ich das hacken. Die sind ganz schön laut. Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Immer die Objekt verdeckt, Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Nee. Na, irgendwie finde ich das nicht auch noch raus. Wieder ein Turmband. Und Zähne. 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 So. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst die Töte? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich? Und Sie, Miss Cassidy? Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433. Und erinnert sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen sie sich auf ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß, und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sir. Ich bin ihre Rettung. Ja, das nenne ich mal Stalking hoch 10. Ich brüll mal hier. Zack. Poison Ivy. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Oh, seitdem die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines misslungenen Experimentes zu einer menschlichen Pflanze mutiert, fließt in ihren Adern Chloroform. Sie ist in der Lage, durch bloße Berühren einen tödlichen Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mithilfe verschiedener Pheromone ihren Willen. Seit sie ihren menschliche Seite den Rücken kehrt und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologischen Motiv. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihrer Verführungskünste dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets erziehen konnte. Naja. So. Hier gibt's, glaube ich, wieder Pop. Ja, arme Babys. Jo. Ich bin hier oben.
Bitte, ist da jemand? Hilfe! Hilfe! Ja, creepy. Helft mir! Der Junge ist creepy. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Ach, Hacking-Gerät, leckt mich doch. Ich will das Hacking-Gerät haben. Schnell wie möglich. Ich bin hier oben! Hilfe! Clairface, ah, alles klar. Carlo war ursprünglich Schauspieler in Horrorfilmen, verlor jedoch den Verstand, als er erfuhr, dass einer seiner größten Erfolg mit einem anderen Schauspieler neu verfilmt werden sollte. Er schlüpfte daraufhin in die Maske des Filmschurkens Clairface und tötete mehrere Mitglieder der Crew, die an den Remake arbeiten, bevor er von Batman und Robin aufgehalten wurde. Später schloss er sich den Mudpunk an, eine Gruppe von Gestaltwandlern, die den Namen Clairface benutzten. Die Gruppe wurde besiegt, aber Carlo überlistete seine Verbündeten, infizierte sich ihre Essenz und erlangte übermenschliche Fähigkeiten. Als Gestaltwandler kann der Gegner durch eine Berührung in Protoplasma schmelzen. Fern kann er die Fähigkeit von Helden oder Schurken imitieren, die er kopiert. Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Helft mir! Komm schon, Mann. Bring mich hier raus. Auf den Trick fall ich nicht rein. Ich bin hier oben. Ja, warte noch kurz. Und bumm. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Kein Raum. Naja. Hilfe! Harley! Sie müssen mir helfen! Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Sich so viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Ja, alles klar. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Endlich. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Immer. Und zack.
Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen. Bring mich hier raus! Ja, das war jetzt billig. Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Das war jetzt extrem billig. Zack, und damit ist das auch auf. Sehr schön. Na komm. So, ich muss jetzt mal gucken, einige Zellen hier. Was siehst du? Haben hier nämlich noch Ritter-Trophäen oder sogar Rätsel. Deswegen muss ich in die Zellen reingucken und das andere Teil. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Alles klar. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Ist bei dir da unten alles okay? Lol. Bei mir ist noch alles okay. Und bei dir, Harley? Nix da, du kriegst keine Waffe. Lass mich tun, dass er dich schlägt, du Idiot! Das ist nicht fair, Batman! Nein, ist es auch nicht. Du brauchst mehr Leute. Hey, Batman! Nein, dann zu meinen Jungs! Nö. War es so leicht, wie es aussah? Hm, naja. Es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Harley. Warum erwiderst du nicht meine Liebe? Naja. Dementsprechend sage ich wie immer, so gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamerdequo ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.